Seit Wochen gibt es in Rostock ein Hin und Her um den alten Eisbrecher Stefan Janssen. Die Frage ist ja, was hat denn der Eigentümer mit dem Schiff nun eigentlich vor? Bleibt es ein Museumsschiff im Rostocker Stadthafen oder aber wird es doch weggeschleppt und umgebaut? Heute gab es den nächsten Akt im Drama. Stadthafen Rostock, kurz nach 22:30, der Liegeplatz der Stefan Janssen. Dieser Mann heißt Norbert M., er sei Schiffsingenieur und beauftragt, den Eisbrecher sofort zu übernehmen, sagt er. Aber ohne die Zustimmung von Rostocks Hafenkapitän darf niemand aufs Schiff. Und wer drauf will, muss nachweisen, dass er es darf. Wir stellen jetzt die Liegeplatzkosten ab jetzt Herrn Zampoli in Rechnung. Und wann das Schiff jetzt den Hafen verlässt, wie es jetzt weitergeht mit der Bewachung, diese Sachen müssen abgeklärt werden. Der ehemalige Eisbrecher gehört seit 2006 dem US-Millionär Paolo Zampoli. Er machte mit großen Plänen Schlagzeilen, die Janssen als Luxusschiff umgebaut auf Eisfahrt im Nordmeer. Wohl zu teuer, deshalb blieb die Janssen in Rostock ein Verein, betrieb sie mit Zampolis Genehmigung als Museumsschiff. Nun will der Eigner sein Schiff zurück. Ingenieur M., der angebliche Beauftragte des Eigners, bringt einen Stapel E-Mails, die nachweisen sollen, dass er die Janssen übernehmen darf. Da stehe ich ja drauf. Bruder. Aber das reicht dem Hafenkapitän nicht. Chief Engineer. Ja, genau. Für das bin ich da. So haben sie mich hergeschickt. Und Sie sind jetzt hier alleine an Bord? Momentan, ja. Und wann kommen die anderen Leute? Die sind schon da. Bruder. Zu viel Unklarheiten, findet Hafenkapitän Runke, der Ingenieur. Darf zwar an Bord und den Zustand des Schiffes untersuchen, aber die Schlüssel zum Schiff, die bekommt er nicht. Nächster Versuch morgen Nachmittag. Diesmal hat sich ein Kapitän angekündigt, der angeblich auch beauftragt ist, die Stefan Janssen zu übernehmen.